Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom kleinen Drechsler. Ja, heute kommt doch nochmal ein relativ spontaner Teil zu meiner Reichsdrohne. Und zwar habe ich mich gefragt und haben sich bestimmt auch der eine oder andere von euch gefragt, habe ich auch ab und zu mal gelesen, wie schnell fliegt denn die Reichsdrohne? Ja, und das finde ich ist doch eine relativ spannende Frage und deswegen testen wir das heute mal. Der Test wird aber nicht ganz 100% wissenschaftlich, weil draußen hat ein bisschen Wind, somit werde und ich fliege mit dem Wind, insofern wird es immer noch ein bisschen schneller sein, aber so ist eben das echte Leben. Man fliegt in der Regel ja nicht bloß, wenn es windstill ist, sondern auch mal, wenn es einen Wind hat. Und dann sehen wir auch gleich, ob das Ding halbwegs windtauglich ist. So, jetzt sind wir hier mal draußen auf dem freien Feld, da wo es nochmal anders pustet, müssen jetzt auch im Auto filmen, weil da draußen würde man nicht so arg viel verstehen. Ja, dann gucken wir mal. Hoffen wir, dass das Auto stand bleibt. Hoffen wir, dass das Auto stand bleibt und dass ich dann auch wieder bremsen kann und auch irgendwie wieder zurückkommen. Und wie ist der Plan? Ja, also Plan ist jetzt, dass wir uns jetzt zwei Punkte suchen. Also hier ist ja so ein Flugfeld, da hat es dann Tonnen. Und da wollen wir jetzt einfach mal den Abstand einfach mal grob messen und dann einfach drüber fliegen und dann anhand von unserem GoPro-Video dann die Sekunden zählen, wie lange ich eben von dem einen bis zum anderen Punkt brauche und dann somit die Geschwindigkeit errechnen. Dann mal los. An dieser Stelle möchte ich mich da auch nochmal für den schlechten Ton outdoor in dem Video entschuldigen, weil der Sturm war da einfach so saumäßig stark, dass unser Fotomikrofon irgendwie überfordert war und auch das Mikrofon mit Wollbobbel drauf hätte da wahrscheinlich auch nicht arg viel gebracht, aber beim nächsten Mal nehmen wir das auf jeden Fall mit. Ja, um die Geschwindigkeit zu messen, haben wir uns dann hier jetzt den Abstand vom Weg zu der Tonne gemessen. Das sind 45 Meter ungefähr, also ein Meter mehr oder weniger. So genau geht es bei uns jetzt nicht zu. Und dann fliege ich da einfach mit Vollgas drüber. Ja, und dann haben wir eben anhand vom GoPro-Video, also da wo dann der Weg aus dem Bild verschwindet, bis die Tonne aus dem Bild verschwindet, haben wir in unserem Videoprogramm ganz genau Frame für Frame abgeschnitten. Und können da dann somit die Geschwindigkeit auf die Zehntelsekunde genau bestimmen. Ja, und hier seht ihr, der erste Versuch, bzw. der zweite, waren 1,3 Sekunden. Und dann haben wir eben auch nochmal die Umrechnung in km/h. Aber das muss noch schneller gehen. Das war jetzt erst so 3/4 Gas. Ja, und da seht ihr auch schon, beim Zurückfliegen muss man da relativ Gas geben. Ich bin ja immer langsam geflogen, aber nicht mit auch viel Gas, einfach auch zum die Batterie ein bisschen schonen, weil wenn man da so Vollgas gibt, dann zieht der da ja 3 PS, also 2,8 kW oder so, ja. Je nachdem, aber auf jeden Fall zieht er da richtig viel Strom aus der Batterie raus und dann fällt da eben die Spannung ab und da muss man eben beim Zurückfliegen das wieder dem Quadrocopter ein bisschen Ruhe gönnen, damit er sich eben die Batterie wieder erholen kann, damit man dann wieder für den nächsten Versuch wieder richtig Vollgas geben kann.
Ja, und dann haben wir auch nochmal den letzten Versuch, wo ich dann wirklich fast Vollgas gegeben habe. Ich habe da immer, oder meistens schon bevor ich da durch war, ein bisschen gebremst, weil, ja, das ist einfach so unglaublich schnell. Dann braucht man eben auch wieder lang zum Bremsen. Aber ich würde mal sagen, 181 km/h circa sind doch eine echt stolze Leistung. Oder was meint ihr? Ja, hallo. So, nach erfolgreicher Landung sieht man auch an meinem Gesichtsausdruck, waren meine Nerven dann so ziemlich am Ende. Ja, weil das ist nämlich doch bei so einem Sturmfliegen, wo sie sogar schon im Stehen die Propeller so drehen, das ist nicht ganz ohne. Und vor allem, wenn man mit 180 km/h über so ein Flugfeld brettert, da muss man voll bei der Sache sein. Weil in einer Sekunde, habt ihr ja gesehen, da ist man da über 50 Meter weit. Naja, insofern sollte man da recht schnell reagieren. Ja, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell meine Renndrohne fliegt. Und 181 km/h, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Natürlich, das ist jetzt nicht wirklich wissenschaftlich, ist mit dem Wind, also da müsst ihr bestimmt nochmal 50 km/h oder so wegrechnen. Aber, finde ich, ist trotzdem noch eine stolze Leistung für so eine halb Kilo kleine Race-Drohne. Ja, und ihr habt auch gesehen, auch bei dem relativ starken Wind, wo man so fast nicht mehr stehen können hat, hat man trotzdem immer noch halbwegs vernünftig fliegen können. Also eine richtig super Sache, weil mit den kleinen Drohnen ist ja manchmal so, sobald ein ganz leichter Wind ist, driften die schon ab. Aber da ist das kein Problem. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das cool ist, dass das Ding so schnell fliegt, oder ob ihr sagt, das ist mir doch ein bisschen zu schnell. Naja, also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.